Jo Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute mal ein Video über die Trends, die 2018 in sein werden. Ich weiß, es ist ein sehr gewagtes Thema und ich kann hier auch nur spekulieren und das ist natürlich auch nur meine persönliche Ansicht, wo ich denke, dass das dieses Jahr vielleicht noch mehr kommen wird als 2017. Ich habe nicht wirklich viel komplett Neues, sondern vieles, was so in 2017, Ende 2017 so langsam anfing und dann immer mehr Trend wurde. Natürlich sagen jetzt vielleicht einige Leute so, ja, das habe ich schon 2016 gerockt. Na klar. Ja, das kann natürlich sein, aber so, hier geht es jetzt eher so um die breite Masse und die Trends und wie das so häufiger aufgetaucht ist auf, was weiß ich, Instagram-Seiten oder Magazinen und so. Also hate mich jetzt bitte nicht, das ist keine feste Prognose, aber ich denke halt einfach, dass das, was ich euch jetzt hier gleich vorstellen werde, vielleicht in 2018 ein bisschen mehr zu sehen sein wird. Zwar habe ich mir hier als ersten Punkt notiert, schickere Outfits. Warum denke ich, dass schickere Outfits in sein werden? Weil einfach 2017 zum Beispiel auch schon gegen Ende und auch davor schon Anzugshosen wurden immer häufiger getragen. Dann wurde vieles kombiniert mit einem Hemd, aber trotzdem immer noch dem Street-Style sozusagen treu geblieben. Das heißt, weiß ich, dass man hier so ein Agnes-Sweater anzieht und darunter ein Hemd, wo dann halt der Kragen so rausguckt. Und darauf eine Anzugshose, das ist halt alles so dieser Retro- bzw. Vintage-Trend, dass man vielleicht auch sogar jetzt viele Styles miteinander vermischt. Zum Beispiel würde jetzt niemand so ein mega Oversize-Sweater über ein Hemd ziehen eigentlich, aber da wird das dann gemacht. Oder dann wird ein langer Mantel drüber kombiniert mit so dickeren Schuhen, aber da komme ich gleich noch zu. Halt einfach, dass immer ein bisschen schickere Sachen angezogen werden, aber dass auch nicht übertrieben wird, sondern dass vielleicht auch trotzdem noch so ein bisschen abgefuckt aussieht, indem man dann so seine Buntfaltenhose mit so Ketten kombiniert. Ihr seht natürlich immer hier passende Bilder dazu eingebaut. In so Hosenketten, was das Ganze halt wieder so ein bisschen Retro bzw. Vintage macht. Perfekte Überleitung, weil ich denke halt einfach, dass es wirklich immer mehr so in diese Richtung gehen wird dieses Jahr, weil man sieht halt einfach an den großen Marken wie Gucci, Prada oder Balenciaga, dass es immer mehr so in diese Richtung ging. Balenciaga hat zum Beispiel vor 2, 3, 4 Jahren noch so Sachen gemacht, die so nur so edel waren und Classic und jetzt geht man halt eher so in so eine Richtung Vintage, was denke ich Balenciaga dann auch Demna Gvasalia zu verdanken hat, weil er ist ja auch der Designer von Vetements. Man sieht auf jeden Fall, dass die beiden Marken sich immer mehr ähneln langsam und vor allem halt wegen diesem Trend, dass jetzt die Schuhe, sag ich mal, immer klobiger, dicker werden. Das ist ja auch so ein, dieser Dad-Trend sozusagen. Man sieht es an den Balenciaga Triple S, man sieht es an diesen neuen Gucci Runnern, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ihr seht auf jeden Fall hier ein Bild. Hat ja auch schon angefangen mit den Raf Simons aus Wegos, dass die Schuhe ein bisschen dicker, klobiger wurden und das wird jetzt auf ein neues Level gesetzt sozusagen. Ich persönlich bin kein Fan davon, weil ich finde einfach, mir passt es nicht, weil ich bin relativ skinny und da würden halt klobige Schuhe ein bisschen komisch dran aussehen. Naja, das ist nur meine persönliche Meinung, aber sowas hat man in letzter Zeit auf jeden Fall auch sehr häufig gesehen. Ich denke, dass es 2018 auch noch mehr kommen wird, weil einfach, denke ich, noch mehr Colorways rauskommen oder andere Schuhe. Dieser Gucci-Schuh ist auf jeden Fall schon mal ein Statement in diese Richtung. Bei wem ich das halt immer ganz gut sehe, ist mein bester Kumpel Victor. Ihr kennt ihn ja wahrscheinlich alle aus den Fashion Quizzes als Quizmaster. Und ja, Victor zieht halt voll oft jetzt diese Balenciaga Triple S an, ist auch voll auf diese Gucci-Schuhe abgefahren. Und ja, hier zum Beispiel auch das, was ich eben angesprochen habe mit den Mänteln. Es tut mir leid, dass das Licht gerade so behindert ist. Sorry Leute, ich muss das Ganze gerade ein wenig verlegen, weil da die Sonne übelst gestrahlt hat hinten und mein Gesicht dann so geteilt war und hier übelst die Sonne geschienen hat. Es tut mir sehr leid, ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Wir machen aber weiter im Kontext auf jeden Fall. Bei Victor, finde ich, sieht man das immer ganz gut, was diese Trends zum Beispiel angeht. Und ich finde, das sieht auf jeden Fall bei ihm auch zum Beispiel sehr cool aus. Aber bei mir kann ich mir sowas halt gar nicht vorstellen, weil es halt einfach nicht mein Stil ist. Apropos Victor, wenn wir ja schon mal dabei sind, da werde ich mich auch freuen, dass ich hier ehrenhafterweise ein wenig Werbung mache. Du bist kein Ehrenmann. Der Victor bringt demnächst 2 eigene Caps und 2 eigene T-Shirts raus. Ich weiß nicht, ob ich das so schon verraten durfte. Ehrenmann. Was genau er rausbringt, aber auf jeden Fall kommt da was auf euch zu. Ihr könnt gerne Victor Braun Studios auf Instagram folgen. Ihr wisst ja alle, wie es geschrieben wird. Ich habe es hier nochmal für euch eingeblendet. Und ja, da kommt demnächst auf jeden Fall was Krasses. Also folgt ihm auf jeden Fall. Und wäre cool, wenn ihr mal ein paar Comments auch da lasst. Weiter im Kontext. Ich denke einfach, dass Off-White 2018 noch mehr kommen wird als 2017. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil anfangs war Off-White ja so ein bisschen unter dem Radar und ein bisschen was Exklusives und nicht so viele Leute hatten Off-White. Das hat sich im Laufe von 2017 irgendwie komplett geändert. Naja, so ist es halt, solange die Klamotten weiterhin cool aussehen. Was zum Beispiel die Nike-Kollabo betrifft, ist ja alles gut und die finde ich ja auch ganz cool, aber es gibt auch ein paar Sachen, die mir jetzt nicht mehr so gefallen wie vorher. Aber Off-White hat zum Beispiel jetzt auch bekannt gegeben, dass eine Marke gelauncht wird, Off-White For All heißt die. Das heißt, die Sachen werden da nicht, was weiß ich, für einen Hoodie 400 kosten, sondern da kostet ein Hoodie dann nur 90 oder 60, ich weiß gerade die Preise nicht, das habe ich auf jeden Fall letztens gelesen. Das heißt, viel mehr Leute werden sich was leisten können und es wird viel mehr davon geben.
Das heißt, Off-White wird immer mehr populär. Ist natürlich so eine Unterbrand, aber trotzdem denke ich, zähle ich das jetzt mal zu Off-White. Ich denke einfach, dass Off-White noch auf ein ganz anderes Level gehoben wird. Allein schon wegen der Nike-Kollabo, weil da 2018 noch irgendwie neue Colorways rauskommen sollen und so weiter. Als letzte Prognose habe ich jetzt mal so für mich gesagt, dass Yeezy das dieses Jahr sehr schwer haben wird. Ganz einfach, weil Yeezy muss jetzt auf jeden Fall mitziehen. Die können nicht wirklich alle 2 Monate oder jeden Monat zwei neue Boost-Schuhe rausbringen, weil diese Sneaker langsam halt wirklich überhand nehmen und ausgelutscht sind fast schon. Einfach weil die Stückzahl so erhöht haben, dass es nichts Besonderes mehr ist. Und ich denke, wenn die so weitermachen, werden die natürlich trotzdem noch alle verkaufen. Aber was so besonders ist, ist dann nicht mehr. Und deswegen, man sieht ja auch, Yeezy macht auch langsam den Schritt in die richtige Richtung mit den Wave Runnern oder den Desert Red. Also sieht man auch da, denen ist es auch bewusst. Und die müssen da auf jeden Fall jetzt auch mitziehen und können nicht einfach so weitermachen und die ganze Zeit Yeezy Boost 350 releasen. Ja, das war so meine Meinung. Sorry nochmal, dass ich hier die Position ändern musste wegen der Sonne. Ja, ich weiß es nicht allzu professionell. Aber naja, was will man machen? Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da und schreibt mal eure Prognosen und Gedanken in die Kommentare, was 2018 so angeht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Peace.